Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Testvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid und bei mir zuschaut, denn heute testen wir zwei verschiedene Brownie-Sorten von der Firma Mr. Brownie. Und zwar hätten wir einmal diese hier, die Sorte Blondies. Das ist Vanillegeschmack mit Schokoladenstückchen. Und als zweites hätten wir diese Sorte Galactic Brownies, Schokoladengeschmack mit Schokolinsen. Hier seht ihr schon, wie sie gleich aussehen werden. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, sie schmecken natürlich auch gut. Wir haben jeweils 2x25 Gramm, bezahlt habe ich dafür jeweils 1,49 Euro und gekauft habe ich diese Sorten bei World of Sweets. Ja, die habe ich da auf der Neuheitenseite gesehen. Brownies mag ich sehr, sehr gerne. Ja, deswegen habe ich die jetzt einfach mal mitbestellt und die werden wir jetzt gemeinsam auspacken und probieren. Ja, da würde ich sagen, wir verlieren keine weitere Zeit, denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um eins und das ist ja der Geschmack. Yes, so, schaut mal auf damit und raus damit, wie immer, cool. Sieht schon mal sehr lustig aus. Nummer 1, ups, Nummer 2. Dann geht es hier mit weiter. Auch die öffnen wir natürlich. Sehr nice. Okay, so, ich lege die mal ein bisschen anders hin und dann geht's los. Weiter geht's. Ich habe jetzt jeweils einen Brownie der entsprechenden Sorte neben die Packung gelegt. Und dann würde ich sagen, wir probieren die jetzt mal. Dazu schneide ich jetzt hier schon mal den ersten an. Und wir schauen uns den mal an. Von innen. Interessant. Ja, kann ganz klar hier die Schokoladenstückchen erkennen. Das Ganze natürlich ganz weich. Okay, dann würde ich sagen, ich probiere mal. Riechen tut schon mal super. Total fluffig. Ah, schmeckt wirklich leicht nach Vanille. Und die Schokoladenstückchen da drin, super. Also der erste ist schon mal super lecker. Kann ich euch nur empfehlen. Dann würde ich sagen, machen auch sofort weiter mit dem zweiten. Auch den teile ich. Wir schauen noch mal hinein. Ja, gibt es jetzt nicht so viel zu sehen. Ich probiere. Super. Oh. Der ist noch um einiges besser wie der erste. Der schmeckt richtig lecker nach Schokolade. Total intensiv. In Kombination mit diesen Schokolinsen. Absolut genial. Also definitiv zwei super leckere Brownies. Und dann würde ich sagen, ich zeige euch jetzt nochmal die Verpackung von der Rückseite mit den Zutaten und den Nährwerten für die Leute, die sich dafür interessieren. Und dann gibt es meine Bewertung für diese Brownies-Sorten. Von mir bekommen die beiden Brownie-Sorten jeweils den Doppeldaumen nach oben. Für den Dreifachdaumen hat es nicht ganz gereicht. Dafür sind sie mir ein wenig zu teuer. 2x25 Gramm für 1,49 Euro pro Packung. Na, finde ich ein bisschen heftig. Aber sie sind super lecker, super frisch, schmecken total gut. Ja, das, was draufsteht, ist auch drin. Ihr seht es ja, wenn man die Bilder jetzt mal miteinander vergleicht. Also, da kommt alles so hin, wie versprochen. Wie gesagt, total leckere Sorten. Wer auf Brownie steht, kann die sich natürlich gerne mal kaufen und probieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dazu was in die Kommentare schreiben würdet. Vielleicht kennt ihr die Sorte schon, vielleicht habt ihr sie schon probiert. Vielleicht findet ihr sie genauso lecker wie ich oder was auch immer. Ihr wisst natürlich genau, ich lese alle Kommentare und antworte darauf und freue mich über jegliches Feedback zu meinen Videos. Das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ganz besonders natürlich über ein Abo, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet. Und wenn ihr mögt, schaut auch morgen gerne bei mir wieder auf dem Kanal vorbei. Denn es lohnt sich. Ich mache jeden Tag neue Lebensmitteltestvideos und würde mich freuen, euch auch morgen wieder bei mir begrüßen zu dürfen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao, sagt euer Atzenberger. Jetzt holen Sie mich.